Ich immer arbeiten. Ja, und du? Ja, oder war es umgekehrt? Nee, ist alles gut. Ich war immer der Fleißige. Genau. Also, wer jetzt natürlich an 40 Jahre deutsches Privatfernsehen denkt, der denkt natürlich auch an Schloss am Wörthersee. Und da war natürlich Otto Retzer permanent federführend, kann man sagen. Ne? Ja, ja, Schloss am Wörthersee. Aber ich habe 70 andere Filme auch noch gemacht. Natürlich. Auch natürlich. In der Zeit. Also, aber jetzt zum Privatfernsehen eben. Ne? Ja, da haben wir angefangen, so richtig für Schloss am Wörthersee. Das war eine schöne Zeit, Traumzeit, der Höhepunkt meiner Laufbahn. Alles wunderbar, also die schönste Zeit meines Lebens. Genau, du kommst jetzt direkt aus Kärnten? Ja, wir kommen gerade aus Kärnten. Wir haben da jetzt das große 40 Jahre Supernasefest gehabt. Ein tolles Fest über 3 Tage und da viel gefeiert. Und heute seit 4 in der Früh unterwegs, dass wir daherkommen. Apropos Supernasen, da hat mir der Holm Dressler letzte Woche verraten, da soll es wohl auch eine Fortsetzung geben. Stimmt so. Ach so. Das kann sein, ja. Kann. Weißt du da noch nichts davon? Naja, also, es kann sein. Okay, lassen wir uns überraschen, was da kommen wird. Hoffentlich erfahren wir es rechtzeitig. Aber jetzt Kärnten, ganz kurz dazu. Ihr habt auch ein bisschen Unwetter gehabt die letzten Tage. Wie hat es euch erwischt? Ja, schon böse, aber Gott sei Dank dort, wo es nicht die Touristen getroffen hat. Es waren die Einheimischen, die fürchterlich leiden runter, aber es hat überhaupt nie einen Touristen. Also das ist weg, das heißt immer am Osiachersee. Da ist aber 25 Kilometer hin zum Osiachersee. Bei uns heißt immer alles am See. Am See, genau. Milchstädter See, wie auch immer. Genau. Okay, dann euren schönen Abend, danke, und bis später. Danke. So, die bekannteste Dame an der Ratewand. Sie hat viel gesagt, hat sie eigentlich einmal gar nicht. Hat eigentlich nur die Buchstaben umgedreht beim Glücksrad. Naja, ab und zu habe ich auch was gesagt. Jedenfalls ist es ganz komisch, dass viele Leute auf mich zukommen und sagen, ah, jetzt habe ich sie an der Stimme erkannt. Also ab und zu kam doch mal ein Tönchen raus. Ja, jetzt haben wir leider mit Bedauern feststellen müssen, Frederik Meissner ist heute gar nicht da. Mhm. Sind Sie denn dafür jetzt im Einsatz oder... Wie bitte nochmal? Sind Sie jetzt dafür im Einsatz und übernehmen dann eventuell den Preis? Ich lasse mich überraschen. Ich bin hier eingeladen worden als Gast und ich höre immer so komische Sachen. Also ich bin auf nichts vorbereitet. Okay. Jetzt muss man natürlich ganz kurz noch fragen, grundsätzlich. Ja. Glücksrad soll ja, glaube ich, auch weiter fortgeführt werden. Wieder, ne? Ja, doch, RTL 2 macht weiter mit dem Glücksrad, aber nicht mit der alten Besetzung. Genau. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Sie haben es ja schon mal probiert und es ging irgendwie in die Hose. Und jetzt wollen Sie es wieder probieren und wieder ohne uns. Und ich wünsche wirklich den Thomas Hermanns und der Sonja Kraus alles Gute und viel Erfolg. Schade, dass ich nicht dabei bin, aber schauen wir mal. Schauen wir mal, genau, was rüberkommt. So, Weiße Kittel, der war bei Ihnen eigentlich in den Serien immer wieder gefragt, sei es in der Schwarzwaldklinik, aber auch auf dem Traumschiff. Das waren immer sehr schöne Produktionen. Wie hat es Ihnen da immer Spaß gemacht auf den Fernreisen? Es gab immer die wunderschönsten Erlebnisse, die wir haben auf beiden. Wobei für mich, sagen wir mal, die Schwarzwaldklinik die etwas wertvollere war, weil ja die Familie Brinkmann, wohingegen das Traumschiff eben dann durch die Welt reiste, was also wieder große Abwechslung gebracht hat. Ja, heute passt natürlich die Traumreise natürlich besser bei Sonnenklar TV, beim schönen Reisebüro, gell? Und die goldene Sonne. Was machen Sie aktuell noch? Sind Sie noch aktiv oder haben Sie sich jetzt komplett zur Ruhe gesetzt? Nein, ich denke gar nicht daran. Warum soll ich denn das machen? Andere hören ja auch nicht auf. Ich mache nach wie vor in dem Theater meiner Frau. Er macht bei mir Lesungen. Am Montag spricht er ein Hörbuch ein. Er macht viel mit Hörbüchern. Und ja, das bietet sich ja auch an. Macht Lesungen, macht Regie im Theater. Warum soll man denn mit 96 nicht mehr arbeiten? Gibt es da einen Grund? Jetzt muss ich gerade, bin ich baff. 96. Wahnsinn. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch da dafür. Stolzes Alter. Der liebe Gott hat es gut gemeint und ich bin dankbar dafür. Und die 100 streben Sie an, so wie Johannes Hesters? Nee, also wirklich nicht. Also die 100 schon, aber... Ja, die 100, aber das ist doch kein Problem mehr. Diese genau, vier hier, das nimmt man voll mit links. Genau. Herzlichen Dank. Okay, herzlichen Dank, alles Gute.